Hallo da draußen, mein Name ist Kerge und wir sind mal wieder unterwegs seit langer Zeit in einer kleinen Runde Poly Bridge, das Ganze im Stream, unvorbereitet, unangekündigt, also das Übliche. Wir springen einfach mal ins Spiel rein, ich habe keine Ahnung mehr, wie es ging, aber es wird schon irgendwie wird das schon alles funktionieren. So, hier habe ich ein paar ausgelassen, ein paar geschafft, ein paar weniger geschafft. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Edgehugger. Budget ist schon mal relativ begrenzt. Material, Holz, Stahl, Hydraulik, alles klar. Und wir können ein paar Seile verwenden. Ja, bin ich mal gespannt. Erst muss ein Auto drüber, dann fahren beide Boote und dann... Okay, das könnte echt interessant werden. Ich bin mal sehr gespannt. Hallo Shadow Dwarf und herzlich willkommen im Stream. Einen guten Abend. Ich habe sowas von keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll, sage ich ganz ehrlich. So, hier ein Seil drüber und hier ein Seil drüber. Kann das schon mal ein bisschen was halten. Das größte Problem bei der Sache ist ja eigentlich... Normalerweise, wenn hier ein Schiff in der Mitte durchfahren würde, dann könnte ich ja sagen, okay, wir bauen hier eine, Na, sag schnell, jetzt komme ich nicht drauf. Eine Entkopplung, wisst ihr schon, was ich meine? Bauen wir hier ein. Dann kann ein Teil der Brücke hier ein bisschen hochfahren, ein Teil der Brücke hier ein bisschen hochfahren und dann funktioniert das. Aber hier muss es wirklich 90 Grad nach oben oder eben sonst irgendwie komplett, naja, weg halt. Und da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll. Wenn ich hier gerade rüber bauen möchte, das hier wird natürlich alles komplett durchhängen, ne? Ist ja klar. Eine Wäscheleine bringt uns so nicht besonders viel. Und hier mitten durchbauen kann ich halt auch nicht. Das heißt, wenn überhaupt, dann könnte ich versuchen... Das hier würde gehen. Dann hierher, hier runter. Ich mache mir auch gerade ein bisschen Sorgen ums Budget, ehrlich gesagt. Davon mal ab. Da sind wir schon drüber. Da sind wir schon drüber. Das hier würde prinzipiell halten. Wenn wir jetzt mal hier die Straße durchziehen. Hallo Finn. Ach, deshalb Finn. Ich habe noch gedacht, könnte das vielleicht... So ist es. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen im Stream. Ich habe sowas und keine Ahnung, wie ich hier das Ganze hier zum Funktionieren bringen soll. Also für den Moment... Oh, okay. Mehr darf ich gar nicht mehr bauen. Das ist aber schade. Gut, okay. Dann nehme ich den ganzen Spaß hier nochmal weg. Und schau nur mal eben, wenn ich hier eine Holzbrücke baue, die müsste den ganzen Spaß ja tragen können. Das heißt, anschließend geht es dann nur noch darum, die aus dem Weg zu hieven. Auf welche Art und Weise auch immer. Ja, das könnte vielleicht gar nicht mal so schwierig sein. Also der Wagen kommt schon mal easy drüber. Jetzt kommen die Schiffe und reißen alles ein, die gesamten Früchte meiner Arbeit einfach alle weg. Und der Mini, der hat jetzt natürlich das Nachsehen. Sorry Mini, komm, bevor du ganz baden gehst, brech mal die Simulation mal kurz ab. Aber gut, die Brücke an sich würde so schon mal halten. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt also, wenn ich die Brücke jetzt hier einfach mal gerade einmal... Was ist das denn? Na komm. So, einmal hier so durchziehe. Dann brauche ich mir nur noch was überlegen, wie ich die hochheben kann. Und das ist dann der Punkt... Ah, gut, weiß ich nicht. Eigentlich müsste ich hier noch höher bauen, als das hier ist. Nur mal so angenommen. Wenn ich das mit Seilen stabilisieren will, das wird natürlich nicht funktionieren, denke ich. Außerdem sind wir schon wieder übers Budget. Was ist das für ein Budget, sag mal? Oh weh, ich habe hier gewisse Bedenken. Okay, einmal kurz laufen lassen. Der Wagen rollt hier drüber. Das Problem ist, sobald ich diese Säulen hier belaste, können die ganz einfach durchknicken. Nicht nach links, da hält das Seil, aber nach rechts kann das Ganze hier umkippen und dann haben wir den Salat. Das heißt also... Wie ist denn das, wenn ich hier jetzt versuche... mit Holz ein bisschen nach oben zu bauen? Oder nee, warte mal. Ganz anderer Gedanke. Ich ziehe einfach mal so einen Bogen drüber. Ja, einfach mal so einen Bogen.
Muss noch nichts weiter heißen, einfach mal ausprobieren. So, einmal auffüllen bitte. Und dann bräuchte ich sowas in der Art eigentlich mal ein bisschen niedriger. Ihr merkt schon, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie wir das hier machen sollen. Das ist eine gute Idee. Müsste ich jetzt wieder so ein bisschen nach unten zurück. Hier müsste ich dann auf diese Höhe bauen. Und dann reicht das nicht mehr. Aus welchem Grund nochmal? Soll ich hier noch ein bisschen nachziehen? Nee. Das kann ich auch nicht mehr nachziehen. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Hä? Ich meine, das hier ist doch symmetrisch, oder nicht? Hier einen davor, hier einen davor. Das müsste doch eigentlich... Tut's aber nicht. Na gut, ich meine, ich kann immer noch hier ein bisschen zusammenrücken, ne? Das geht ja nun mal schon. So. Das für sich genommen müsste schon mal sich selbst tragen. Das ist ja vielleicht schon mal ein Vorteil. Dann müssen wir hier das Ganze noch trennbar machen. Und von hier oben aus, und jetzt kommt der Punkt, wo ich dieser Konstruktion hier nicht allzu viel zutrauen möchte, aber eben nun mal muss. Reicht so nicht. Ich kann das nicht weit genug nach oben. Das geht nicht. Das geht so nicht. Ich muss das komplett anders angehen. Okay, anderer Gedanke. Angenommen, ich lasse das hier stationär und klappe diese Dinger hier zu den Seiten. Also hier ist wieder fest, hier ist wieder fest. Und wir trennen hier... Quatsch. Wir trennen... Obwohl, das müsste auch gehen. Nee, komm, wir trennen hier und wir trennen hier. Das würde bedeuten, dass sich dieser Teil hier irgendwie... festhalten muss, wenn das... Huch. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht mit wegnehmen. Ich glaube, zwei Punkte hier rüber, glaube ich, ne? Genau. Und hier das Seil. Ja, das taugt so auch nichts. Ah, das wird ein bisschen Fudelei hier. So. Was ist das für eine Musik eigentlich gerade? Ja, komm. Ich bin mir nicht sicher, ob das besser ist, aber wir lassen es mal laufen für den Moment. Kannst du mal aufhören, hier an diese Linie da oben anzuklippen, bitte? Mag ja in anderen Situationen ganz praktisch sein, aber jetzt gerade möchte ich es eher nicht. So, das hier würde gehen. Also einmal bis hier auf die Höhe, einmal bis hier auf die Höhe und dann kann man den ganzen Spaß hier verbinden. So, das ist schon mal ein Anfang. Dann müsste für sich genommen jetzt auch... Ja gut, das hier unten nicht, aber die Konstruktion hier oben, die hält. Das immerhin. Und jetzt muss ich den ganzen Spaß hier... irgendwie zum Tragen bringen. Das ist das Haus vom Nikolaus. Nein, das reicht nicht. Verdammt. Ist das so stabil genug? Ich meine, so kannst du hier immer noch parallel schwingen, aber das braucht mich eigentlich nicht weiter interessieren. Die Menge der Hydraulik ist unbegrenzt, ist schon mal gut. Die Distanz dagegen, ja, über Budget. Budget interessiert mich gerade nicht. Das muss eigentlich schon... Ach komm, ich stabilisiere es mit einem Seil.
So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt. Aber ich probiere es einfach mal. Gibt's doch nicht. Okay, das ist doch Mobbing. Was kostet denn so eine Stütze eigentlich? 2000? Etwa. Mit den Holzpollern kann ich das aber auch nicht so bauen, dass es funktioniert, ne? Das Schiff das voll abreißt? Ach, das funktioniert eh nicht. Warte mal. Das funktioniert so eh nicht. Weil ich damit die Brücke nicht weit genug hier rüber gezogen kriege. Das kann nichts werden. Okay, dann vielleicht doch nochmal so probieren das Ganze. Ich glaube nicht, dass ich im Budget bleiben werde, aber ich glaube, dass das Ganze hier prinzipiell machbar ist. Nee. Nee, so wird das definitiv nichts. Oder ich lasse das Ganze eben doch nach innen klappen. Dann wird es aber eine ziemliche Belastungsprobe für dieses Konstrukt hier oben. Also ich bin da echt... Ich weiß es nicht. Bitte lass mich noch einen Moment im Budget sein. So, das sieht schon mal gut aus. Minus 50, minus 50. Mal gucken, ob das eventuell reicht. Muss ich nur hier eben schauen. Das hier ist lose, das hier bleibt fest. Das hier ist lose, das hier ist fest. Probieren wir es mal. Ich habe ein bisschen Angst, aber probieren wir es. Ist das Live-LP? Tatsächlich ja. Wie es im Titel steht, habe ich die Aufnahme gerade am... Was ist gerade passiert? Ich habe nicht drauf geachtet. Okay, gucken wir nochmal. Okay, der ganze Spaß kracht ein, weil... in der Mitte zu viel Gewicht zieht, was die Seile hier nach innen zusammenzieht, sodass die... sich hier nicht mehr halten können. Wenn ich das Ganze vielleicht so ein bisschen weiter stabilisiere, dann kann ich das nicht, weil das Geld nicht reicht. Aber ich müsste dieses ganze Konstrukt hier ein bisschen niedriger bauen können. Würde auch ein bisschen was einsparen nochmal. Okay, das probieren wir mal gerade. Ab auf den Sparkurs. Ist ja nicht so, dass das schon mal irgendeinem Bauprojekt geschadet hätte oder so, ne? Nee. Alles überhaupt kein Problem. Hätte ich das jetzt gemacht? Hier bis ein Vorschluss, hier bis ein Vorschluss. Und dann sind die alle ungefähr gleich groß. Nicht genau, aber ungefähr. Das geht sogar. Wie gut? So ungefähr. Komm, einfach mal Probe halber. Über dem Budget sind wir immer noch. Wird wahrscheinlich immer noch viel zu schwer sein. Naja, ist es auch. Es bleibt dabei. Gut, das heißt also... Ja, was heißt das?
eigentlich in erster Linie mal, dass ich das Ganze hier etwas umdrehen muss. Aber hier dieses mittlere Straßenstück, das musst du trotzdem irgendwie... Oder habe ich am Ende etwa doch die Möglichkeit mit zwei großen... Ich probiere es mal gerade nochmal ganz anders, ja? Darf mal gerade einmal kurz schauen. Angenommen, ich baue keine Ahnung. Vielleicht so. Wahrscheinlich auch nichts werden. Hier brauchen wir die Straße, ganz klar. Nein. Durch die Straße hier in der Mitte auftrennen. Das war Blödsinn. Ach komm, na, genau auf. So, so kommen wir der Sache vielleicht schon ein bisschen näher. So, ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das hier kostet halt ein Schweinegeld, ne? Das reicht nicht ganz. Das wird nicht funktionieren, definitiv nicht. Wenn ich die Brücke an den Enden hochziehe... Das ist doch Mobbing. Hier funktioniert es, aber hier ist es zu weit weg. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen... Ich glaube, ich habe hier minimal asymmetrisch gebaut. Hier fehlt ein Feld. Das liegt gar nicht an mir. Die Schlucht ist blöd. Das ist alles. So. Gut, das scheint schon mal Sinn zu ergeben. So, bis jetzt bräuchte ich die Trägerkonstruktion natürlich überhaupt nicht, ne? Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird, aber komm, wir gucken einfach mal. Kann das so überhaupt schon mal halten? Nein. Gut, schön, dass wir es geklärt haben. Wunderbar. Kann es halten, wenn ich hier ein bisschen mehr Verstärkung drüber lege, um die Kräfte ein bisschen abzuleiten? Oder wird es dann insgesamt einfach nur so schwer, dass jetzt gar nichts mehr geht? Ich glaube, es hat ein bisschen besser funktioniert, ne? Hat hier kein Geld mehr. Gut, die Viecher hier nutze ich jetzt gerade eh nicht. Ich halte das für totalen Blödsinn, aber komm, einfach mal laufen lassen. Das müsste die Brücke jetzt zumindest für den Moment ein bisschen mehr stabilisieren. Und jetzt ist die Frage, wie ist das mit dem Hochfahren? So. Aha. Das ist ja ganz toll. Wenn ihr die ersten Stücken, die sind ja wirklich deutlich am extremsten belastet. Wenn wir die durch Stahl ersetzen... Okay, ich glaube, wir nähern uns langsam etwas, was vielleicht sogar funktionieren könnte. Obwohl immer noch nicht geklärt ist, ob die Brücke hoch genug gezogen werden kann. Auf der rechten Seite einen Fehler gemacht. Ich glaube, das sieht noch ganz gut aus. Die Brücke klappt sich nicht hoch genug, die wird jetzt weggerissen. Ja. Ja. Die muss quasi komplett senkrecht nach oben gezogen werden. Das kriegen wir so nicht hin. Verdammt, das wäre doch so gut. Können die Schiffen hier einfach so ein bisschen mehr so zusammen und, hallo, Prinz Pi 86. Einen wunderschönen guten Abend in diesem Stream und in dieser Aufnahme. Und, ja. Viel Spaß dabei, mir dabei zuzusehen, wie ich diese Brücke nicht zum Funktionieren bringe.
Ja, ganz ehrlich, wenn diese beiden Schiffchen hier sich einfach entscheiden würden, so ein bisschen näher zusammen oder nacheinander hier durch oder irgendwie sowas, ne? Wäre es so viel einfacher. Oder dann wäre es wahrscheinlich auch wieder zu einfach. Ich weiß es nicht. Hier oben komme ich aber nicht zufällig mit den Hydros, ne? Nee, nee, das sind doch nicht. Mehrere davon zu nehmen wird auch nicht wirklich gut funktionieren. Angenommen, die Hydraulik zieht so nach oben weg. Dann komme ich da schon wieder meinem Baumaterial nicht hin. So, wir sind übers Budget. Mal wieder. Wenn man die Brücke so sieht, dann könnte man ja meinen, dass die funktioniert. Hallo, Endman TV. Einen schönen guten Abend. Was ist das denn? Das ist ja mega lächerlich. Dass ich die Brücke komplett zu einer Seite wegziehe, das fällt eigentlich auch flach. Ah, ich weiß es nicht. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Ich meine, ihr seht ja, das Prinzip ist schon mal nicht so verkehrt, ne? Dass ich die Brücke eben gerade so nicht hoch genug ziehen kann, das ist alles. Okay, anderer Gedanke. Ich setze jetzt mal gerade so einen Zwischenpoller. Wenn das kompletter Blödsinn ist, dann lasst mich vielleicht nichts wissen, aber... Auf die Weise kann ich die Strecke der Hydraulik ein bisschen vergrößern insgesamt, denn es werden ja immer noch 50% der Strecke zusammengezogen, ne? Und die Strecke ist jetzt länger. Und der zusätzliche Träger hier könnte die ganze Geschichte etwas stabilisieren, plus ist es ein Stahlträger, der das Gewicht eigentlich auch tragen können müsste. Denn die gesamte Last dieser Brücke ist ja dann über diesen einen Träger gespannt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wir probieren's. Na? Bitte, bitte. Nein! Gerade so. So knapp. Ein Tipp zur Methode, die da vorgemacht wurde. Die kann ich doch jetzt nicht mehr rekonstruieren. Ja, Zerkalix, du bist auch gerade richtig da, um zuzugucken, wie hier einer nichts hinbekommt. So, wenn ich die Strecke jetzt noch ein bisschen weiter verlängere, wahrscheinlich gibt die Brücke gleich einfach nach links über oder irgendwie sowas. Ich bin mal sehr gespannt. Hallo 414518. Aber ich meine, das Prinzip funktioniert, ne? Ihr seht's ja. Das Prinzip funktioniert. Die Brücke bewegt sich nur nicht weit genug nach oben. Okay, wie weit kann ich denn... Das hier würde gehen... Das hier würde gehen. Und dann lasse ich die Hydraulik hier an der Stelle einfach mal stattdessen dort hinten ansetzen. Also wenn die Brücke jetzt nicht hinten überkippt, das könnte jetzt wirklich sehr gut passieren. Wow, schwungvoll. Ja, gut. Ich muss das auch beschreien, ne? Okay, dann können wir jetzt hier ganz gediegen so ein bisschen zurückfahren. Ne? Der Rest ist jetzt nur noch so ein bisschen hin und her basteln und gucken, dass die Brücke einigermaßen senkrecht stehen bleibt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ah, links ein bisschen weniger, rechts ein bisschen mehr. Also hier wieder... Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und hier noch ein bisschen... weniger. Ich weiß es nicht, das wird jetzt Ratespiel. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Oh nö.
Kann ich denn hier vielleicht irgendwie so einen Stopper einrichten oder sowas? So? Dass die Brücke, wenn sie 90 Grad nach oben ist, hier mit diesem Punkt hier unten aufsetzt. Das ist doch wohl nicht wahr. Ernsthaft, wir haben dafür kein Geld mehr. Das ist doch ein Hohn, sage ich euch. Ein Hohn. Die Retraktionsdistanz der Hydrauliken einstellen. Genau, das mache ich ja gerade. Ach so, genau. Ja, ja. Das mache ich gerade. Und zwar mit bisher noch mäßigem Erfolg. Wie gesagt, alles, was jetzt noch kommt, ist Try and Error. Ach nö. Ein bisschen weniger und hier muss eigentlich sogar mehr sein, ne? Ja, hier auf der rechten Seite, das ist super. Das ist super. Kurz noch abwarten. Kurz noch abwarten. Nicht so schwungvoll, nicht so hineiern. Ah. Sieht aber gut aus. Die rechte Seite funktioniert. Okay, der Mini wollte die Brücke anscheinend nochmal aufhalten. Das hat er nicht so ganz geschafft. Okay, ein bisschen weniger nochmal. Aber das ist gut. Das ist gut. Ich habe das Gefühl, ganz nah an der Lösung dran zu sein. Abgesehen davon, dass es mir hier irgendwie meine Brücke noch zerreißt. Jetzt passiert hier quasi gar nichts mehr. Okay. Ein Hauch. Nur noch ein Hauch. 1%. Mal gucken, ob das reicht. Ich glaube eher nicht. Nein, das war's noch nicht. Okay, noch 3%, das ist wahrscheinlich schon wieder zu viel. Oh Mann. Ah, wobei, wobei. Ach guck mal, der setzt hier hinten sogar auf. Der setzt da hinten auf und zieht weiter. Aber er setzt da hinten auf. Das funktioniert. Er setzt gerade so nicht... Was ist das denn? Warum? Ach, das tut doch nicht Not. Das tut doch wirklich nicht Not. Und ich habe doch schon kein Budget mehr. Okay, das hier kann ich hier jederzeit wieder herstellen. Also kommt der Punkt jetzt mal gerade weg. Hallo? Hallo? Der Punkt kommt jetzt. Der Punkt kommt jetzt weg. So. Bleibt einfach nur stehen. Ach so, das liegt daran, dass das Boot da immer noch den Boden wegfetzt. Ah. Okay, noch ein Prozentchen mehr. Es passt. Wenn die Brücke jetzt noch in einem Stück wieder runter... Nicht so schaukeln, nicht so schaukeln. Was zum... Was war das denn? Hä? Was? Was? Warum ist... Wir waren doch schon da. Also nur vom Verständnis. Zuerst wird die Brücke hochgezogen. Dann fahren die beiden Boote durch. Dann wird die Brücke langsam wieder runtergelassen. Langsam wieder runtergelassen. Rastet ein. So, die ist falsch eingerastet. Die ist zu früh wieder eingerastet. Und dann drückt die Hydraulik zu weit. Auch was soll denn der Blödsinn? Was soll ich denn damit bitte? Erstmal Lied wechseln.
Ja, aber ganz ehrlich, das bringt mir jetzt herzlich wenig. Und wenn wir uns einfach darauf einigen, dass ich es eigentlich geschafft hätte? Auch keine Option, ne? Ich sehe aber auch keine Möglichkeit, wie ich das hier irgendwie so gestalten kann, dass es ein bisschen mehr, dass es ein bisschen nachgibt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, ich könnte versuchen, zum Beispiel hier ein Seil drüber zu spannen. Mal gucken, ob das mit der Lage besser klarkommt. Also das Hochziehen funktioniert schon mal ganz wunderbar. Bötchen fahren unten durch, der ganze Spaß soll zusammenklappen. Und klappt sich falsch zusammen, aber komplett falsch. Und jetzt haben wir hier große Spannungen auf der Brücke. Ja, und das ist nämlich das Problem. Nein! Warte mal, kann ich hier rückgängig machen eventuell? Gut, ich hätte nämlich keine Ahnung gehabt, wie diese Hydraulik hier eingestellt ist. Probieren wir's. Geht hier nur darum, dass die Spannungen so ein bisschen abgebaut werden. Ja, super. Wo genau ist es jetzt gebrochen? Einmal hochheben. Bötchen fahren durch, soweit alles wunderbar. Und jetzt? Da reißt es irgendwas hier in diesem oberen Bereich, wo zu viel Spannung drauf kommt. Das sind eigentlich nur unnötige Spannungen auf diesem Punkt hier. Das wird so nichts werden, glaube ich. Aber komm, einmal gucken. Ja, ja, richtig. Er zerreißt einfach hier die Seile. Das gibt's noch nicht. Ach so, hier oben war extra. Klar, das kann ich so nicht bringen. Stahl könnte besser klappen. Ja, das Problem ist, ich bin schon so weit übers Budget, wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr Stahl bauen will, ne? Dann sagt er unten rechts schon out of money. Hier, so viel Stahl kann ich bauen. Das ist die ganze Ausbeute, mehr ist nicht. Stimmt schon, wenn ich jetzt mit dieser Hydraulik ziehe, dann ziehe ich an diesem Seil hier. Aber auf der rechten Seite funktioniert es ja. Na, so. Naja, auf der rechten Seite funktioniert das ja. Da gehen zwar auch einige Spannungen durch die Brücke, aber im Prinzip haut das hin. Warte mal. Was passiert hier gerade? Und was ist jetzt anders als vorher? Kann mir das bitte einer erklären? Ich meine, gut, hey, es hat funktioniert. Großartig. Kerge, der große Brückenbaumeister. Aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert hat. Ich will ehrlich mit euch sein. Ich weiß nicht, warum das jetzt funktioniert hat. Aber ich nehme es gerne an. Gut, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Würde mich über eine Bewertung freuen. Ein Daumen hoch dafür, dass die Brücke gehalten hat oder so ähnlich. Ich weiß es doch auch nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und ciao.